Servus, Bremen-Fans, ich bin der Basti B. Bremen-Fan aus Bayern, darum zur Begrüßung kein Moin, sondern Servus. Und heute schauen wir uns an, ob der SV Werder Bremen mit dem Sieg gegen Hertha und mit den 35 Punkten schon durch sind. Sind wir schon durch? Fragezeichen. Um diese spannende Frage zu klären, habe ich hier mal was vorbereitet. Ihr seht drei Dinge, rechts unten bin ich. Rechts oben, jetzt fahre ich mit der Maus wieder, das ist im kompakten Zustand, wie die Tabelle aussieht. Und in diesem Bereich wird hier die Mathematikmagie passieren. Und auf der linken Seite haben wir alle Mannschaft nochmal aufgedröselt mit all ihren Gegnern. Das ist der Tabellenplatz. Hier Heim, H steht für Heimspiel, A für Auswärtsspiel, das heißt so grau unterlegt ist auswärts. Weiß ist ein Heimspiel. Das, also die linke Zahl der beiden ist jeweils die aktuelle Punkte und die rechte Zahl ist dann die Gesamtpunkte, weil ich jetzt jedes Spiel durchtippe. Es wird ein Fest, würde ich sagen. Und wir fangen hier rechts unten an. Und wir geben dann mal ein, 3 Punkte für einen Sieg, ein Sieg für einen Unentschieden und 0 Punkte für eine Niederlage. Also, das ist natürlich, wenn wir jetzt hier bei Hertha sind, das oberste Spiel ist das nächste Spiel, das heißt, das ist der 30. Spieltag, das ist dann ist Stuttgart der 31. Spieltag, Köln 32, Bochum 33 und Wolfsburg 34. Dürfte klar sein, wir lesen von oben nach unten, das kriegen wir hin. Also, Hertha gegen Bayern, ja, weiß ich nicht. Vor 5 Wochen hätte ich noch gesagt, es wird ein 12-0. Vor 6 Wochen oder 5 Wochen hätte ich gesagt, es könnte ein 5-0 werden, ja, was ist es jetzt? Keine Ahnung, es wird richtig schwer. Es ist schwer, natürlich gewinnt es Bayern, aber Bayern, sie wackeln ja so sehr wie letzten, wie soll man sagen, wie die letzten drei, die letzten 10 Jahre nicht. Und, aber ja, Bayern gewinnt, also kriegt Hertha 0 Punkte. Hertha gegen Stuttgart. Also ich muss sagen, ja, der Eindruck vom letzten Spiel ist natürlich da, wenn natürlich alle als Bremen-Fans Hertha gesehen, die waren grottenschlecht und ich sage Stuttgart gewinnt, jetzt muss ich klar, Stuttgart gewinnt, also Hertha gewinnt da nichts mehr, das heißt, wir gehen zu Stuttgart, da werden den Fehler werden wir bestimmt ein paar Mal machen, weil wenn ich Hertha Stuttgart, muss ich ja hier sagen, Stuttgart gewinnt und ihr seht, hier wird dann automatisch hier was brechen und die stehen dann automatisch da, ach mein Gott, das ist, Excel ist ein Wahnsinn, Köln, Hertha gegen Köln, da behaupte ich, das wird ein Unentschieden, da wird, ja, weiß ich nicht, irgendwie Köln ist, glaube ich, machbar, finde ich, weil für Köln wird es um nichts mehr gehen. Und dementsprechend glaube ich einfach, dass der Hertha was holen kann gegen Bochum. Boah, das ist schwer. Ganz ehrlich, Hertha fand ich so schlecht. Hertha fand ich so schlecht, dass die da nichts holen werden. Die holen gegen Bochum nichts. Also ich finde, Bochum ist zwar auch nicht gut zurzeit, aber Hertha ist eine Katastrophe. Wolfsburg gegen Wolfsburg. Da geht es um nichts mehr. Sie verabschieden sich. Wolfsburg ist nicht mehr im Rennen drin, im Meisterschaftsrennen. Bei uns sind noch 3 Punkte. Holen Sie da 3 Punkte, da können wir aber schon mal sicher sagen, der Hertha BSC steigt ab. Interessant. Leipzig gegen Bremen, Schalke gegen Bremen, ich habe jetzt erst geguckt, ich dortel. Also, Schalke gegen Bremen, ja, also, Freunde, das ist ja ganz klar. Also, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also, no question about it. Schalke gegen Mainz, also Mainz, wenn die auch nur ansatzweise diesen Lauf halten, dann werden die auch gegen Schalke gewinnen. Man holt also Mainz, also Schalke, wird Mainz gewinnen gegen Schalke, somit holt Schalke keinen Punkt. Schalke gegen Bayern, puh, was weiß ich, ach, ein Punkt. Ich sage jetzt einfach, Bayern wird nicht Meister und Schalke hilft den Dortmund. Das wäre doch eine schöne Sache. Schalke hilft, Dortmund Meister zu werden. Das ist toll. Also Schalke gegen Frankfurt, ja, Schalke gewinnt ja gar nichts mehr. Schalke hat ja ein brutales Rückrundenprogramm. Okay, Schalke steigt ab. Gegen Frankfurt gewinnen sie. Frankfurt ist vogelwild, sage ich ganz ehrlich. Und dann holen sie einen Punkt. Komm! Na, dann holen sie nicht, das geht nicht. Ich sage jetzt mal ganz offensiv, sie holen jetzt hier noch einen Punkt. Aber können wir auch schon, die Messe können wir auch schon lesen. Das ist ja auch schon vorbei. Mein Gott, hat Schalke ein schweres Programm. Stuttgart gegen Gladbach, das gewinnt Stuttgart. Stuttgart gewinnt, mein Gott, die holen richtig viele Punkte. Gegen Leverkusen gibt es keine Chance aktuell. Gegen Mainz werden sie nichts holen. Und nein, die holen 7 Punkte. Ich glaube, gegen Hoffenheim gewinnen die auch nicht. Hoffenheim holt dann also einen Punkt gegen Stuttgart. Schauen wir nochmal an. Also, der VfL Bochum.
Gegen Dortmund, nein. Das lässt sich Dortmund letztlich mal nehmen. Also gegen Bochum gewinnt Dortmund. Also somit verliert Bochum gegen Dortmund. Bochum gegen Gladbach. Gladbach halte ich für nicht mehr stark. Die haben gegen Union verloren, doch 1-0. Ja, da fliegt der Farke vielleicht noch. Bochum gegen Augsburg wird garantiert. Da wette ich alles, was ich habe. Ein gerade ein schlechtes 0-0. Not gegen Elend. Das war der Punkt. FCA gegen Bochum, ein Punkt. Leverkusen gewinnt ja jedes Spiel. Also Leverkusen ist die stärkste Mannschaft in dieser Liga aktuell. Wenn die morgen das Power Ranking mache, kann ich jetzt schon sagen, Spoiler Alert. Leverkusen auf Platz 1. So. Was sehen wir hier? Bochum hält die Klasse. Das ist eine Sensation. Bochum hält die Klasse. Stuttgart wahrscheinlich in der Relegation. So schaut's aus. So. Hoffenheim gegen Leipzig. Puh. Leipzig ist untippbar aktuell. Leipzig ist untippbar. Und Hoffenheim. Ja, Hoffenheim hat ja nichts verloren in den Abstiegskampf. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Hoffenheim wäre jetzt mit den 30 Punkten Stand jetzt. Relegation. Die haben ein schweres Programm. Leipzig, Frankfurt, Wolfsburg, Union, Stuttgart. Hoffenheim hat verloren gegen Köln. Leipzig hat auch verloren, oder? Gegen Leverkusen. Ist es nicht so? Ja, wie einen Punkt sehe ich da nicht. Ich kann jetzt nicht Frankfurt jedes Spiel verlieren lassen, glaube ich, oder? Ich habe Frankfurt hier verlieren lassen. Echt, ist das nur. Muss ich nachschauen. Ach so, okay. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich schon mehrmals getippt habe. Okay, also. Frankfurt. Das ist schwierig. Das kann man gar nicht tippen. Also Leipzig, Wolfsburg, Frankfurt holt Hoffenheim 4 Punkte. Hoffenheim spielt offensiv gegen Frankfurt. Das wird besser sein. So. Und gegen Union verlieren die. Ja. Gegen Wolfsburg spielen sie. Frankfurt ist stark, wenn der Gegner hochsteht, weil sie super kontern können. Wolfsburg will es auch offensiv spielen, ist aber nicht ganz so stark und ja, die können die aufhalten. Und dann, ja, Hoffenheim verliert gegen Frankfurt, gegen Wolfsburg, holt einen Punkt gegen Leipzig, verliert gegen Union und ja, kann man so machen. 34 Punkte, puh, das ist richtig, richtig Knoppers hier. Richtig Knoppers am Ende. Ja, wir können es eigentlich fix machen, wir sind jetzt ja schon durch. Ist ja geil. Okay, ich bin ja richtig entspannt. Auch so gegen Frankfurt, das gewinnt auch. Nein. Das gewinnt Frankfurt, meine ich. Union gegen auch. Boah, holt einen Punkt. Das glaube ich auch nicht. Ja, das kann es gewinnen. Gladbach gewinnt kein Spiel mehr. Wir machen uns natürlich selber. Am Schluss. Freiburg ist super. Freiburg gegen Köln, super. Leverkusen gegen Köln, oh, das ist ja fast schon Derby, oder? Irgendwas ist da. Ich glaube, dass Leverkusen gewinnt jedes Spiel, habe ich gesagt. Ja, das haben wir schon gegen Bremen. Da werden wir uns rächen mit einem 12 zu 0. Und Köln gegen Bayern. Pah, Köln gegen Bayern. Normal Selke, Dreifachschütze. Das gewinnt Bayern. So, wir spielen gegen Schalke, gewinnen wir natürlich 0-4, ist ja klar. Also, gegen Schalke gewinnt immer 0-4. Gegen Bayern. Wir werden den Bayern einen Punkt abtrotzen. Jetzt schauen wir, gegen Leipzig kriegen wir Fotzen. Gegen Köln gewinnen wir 7 zu 1. Hier steht das Ergebnis. 7-1 steht das Ergebnis. Zack, Rache. Ja. Soll ruhig so mit drei Hash stehen, ist mir egal. Union Berlin, die werden uns auskontern. Wir werden mit voller Euphorie mit der jüngsten Truppe aller Zeiten, wenn wir nach vorne rennen, wir werden die Spiel dominieren. Wir haben 88% Ballbesitz, 73 zu 4 Torschüsse und dann geht es wahrscheinlich 2-4 für Union aus. Das wird immer. Aber das ist mir scheißegal. Oh, der hat mal 42 Punkte. Eieiei. Okay, so, und jetzt. Ja, also wir können es kurz machen, wir sind durch. Das ist doch wunderbar. Also, ist ja irre. Wir werden ja hier 42 Punkte fast nur international. Hält uns ja kein Mensch mehr.
So, und jetzt ist die Frage, wie wir das jetzt machen. Ich darf es jetzt nicht sortieren, dann geht nämlich die scheiß Ding hier weg. Das geht aber immer noch genau. Das kann also. Der Westfalen Werder Bremen hat natürlich 42 Punkte. So. Göln hat 36 Punkte. Da haben wir wenig Punkte gegeben. Oh, boah, da haben wir alles verlieren. Augsburg. Oh, und dann war es so. Das heißt. Elfter, Zwölfter, 13, 14, 15, 16. Ja, Hoffenheim oder Bochum, das bessere Torverhältnis, das wird Hoffenheim haben mit Sicherheit. Also, dann können wir bilanzieren, heißt es so schön. Relegation ist Relegation. Abstieg, Abstieg. Es ist Hertha steigt ab, Schalke steigt ab und VfB Stuttgart rettet sich. Mit Glück und Geschick mit 32 Punkten in der Relegation. Der SV Werder Bremen kann jetzt schon den Klassenerhalt sichern. Da fällt mir der eine oder andere Last von den Schultern. Also wirklich, es freut mich sehr. Ja, also, mir war nur wichtig: 35 Punkte, wir können Klassenerhalt feiern. Juhu! Das war's von meiner Seite aus. Freue mich auf die nächsten Videos, die werden genauso super wie alles andere. Zur Verabschiedung mache ich mich noch groß. Das war's von mir. Ich sage natürlich. Servus, denn ich bin der Basti B. Bremen-Fan aus Bayern. Servus.